Marco, ich habe Hunger und schlechte Laune. Ram sagt mir, ich sollte zu deinem Planeten kommen, um zu essen. Ich hoffe für dich, dass es fertig ist. Hier ist es, der Goliath. Verzehrbereit. Dieser schmierige Guido hat sein Geschäft in guten Händen gelegt. So, ja, also. Noch ein Problem mit der Bauer. Der Samen wächst bereits. Fantastisch. Bald wird er zu einer Blume, die du ausgraben und dahin verpflanzen kannst, wo du willst. Blumen können nicht sterben. Du könntest deinen Garten mit ihnen schmücken oder sie anderen Menschen schenken. Hast du schlechte Träume, Arco? Manchmal habe ich Albträume. Eine Stimme spricht zu mir. Wer ist das? Es ist die Stimme des Schattens. Du darfst ihr nicht zuhören. Sie versucht dich zu verwirren und dir Angst zu machen. Angst kann sehr gefährlich sein, besonders für magische Wesen wie uns. Angst kann die allerschlimmsten Monster erschaffen. Schau! Mein Anhänger leuchtet. Monster! Neue Mission. Besiege die fleischfressenden. Diese Monster kommen nicht aus dem Nichts. Sie werden aus dem Kristall geboren und von deinen Ängsten angelockt. Sie entstehen aus deinen Ängsten. Magie ist eine Kunst, die nur schwer zu beherrschen. Manchmal führt sie zu unerwarteten Ergebnissen. Wie kann ich das verhindern? Ich bringe dir ein
Gebet bei. Es wird dir helfen, Frieden in dein Herz zu bringen und die Angst zu schützen. Es wird dich beschützen, aber die Wirkung dauert nicht ewig. Was muss ich tun? Du brauchst eine Kerze und ein paar Blautropfen. Nimm sie mit zum Kristallaltar und sprich ein Schutzgebet. Kristall, gib mir deinen Schutz, halte meine Ängste in Schach. Lass die bösen Träume verblassen und meine Monster ruhen. Du hast ein neues Gebet gelernt. Sprich ein Schutzgebet. Fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Blumen.
Was ist dir denn passiert, Bram? Bist klein? Oh, mein Urlaub. Ich habe mich zu lange in der Sonne entspannt und viel Wasser verloren. Jetzt bin ich geschrumpft und nicht groß genug, um an den Herd meiner Küche zu kommen. Ah, ich habe eine Lösung für dich, damit du wieder normal groß werden kannst. Es ist ein Zaubertrank, den Locke mir beigebracht hat. Jeder, der ihn trinkt, wird magisch groß. Das klingt interessant. Ich brauche einen Testtrank für dich. Oliver Trank. Hier, trink den. Oliver Zaubertrank. Gluck, gluck, gluck. Und jetzt trink einen Eimer Wasser. Gluck, gluck, gluck. Gut. Obwohl die Wirkung des Tranks nachlässt, sorgt das Wasser dafür, dass deine Haut elastisch wird. Ich bin wieder normal und groß. Arco, ich weiß nicht, wie ich dir danke. Oh doch, ich weiß wie. Hier, eine Kochschürze. Ich ernenne dich zu meinem offiziellen Helfer. Also, danke für alles, was du für mich getan hast.
Wenn man keine aufdeckt. Hören wir mal einen Keller. Los.